Hi Leute und willkommen zurück bei Uncharted. Fortune mit mir, CJ von Uli Gaming. Und wir gehen jetzt diese Treppe runter und hoffen, dass hier keiner kommt, keiner guckt. Okay, hat sich anscheinend immer noch nichts geändert. Hier sind... Oh, M4! Wie geil! Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass ich hier die M4 bekomme. Das ist ja die netten Herren von da hinten. Die meinen aber wohl, er meint ernst, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, ich kann regenerieren, bevor ich die Schüsse abbekomme. Denn das hier ist doch schon echt mal so ein, nennt man es Epic Battle, ne? Ja, M4 ist zwar schön und gut. Habe ich mal Granaten? Habe ich ein paar Granaten? Granaten! Ich glaube, die haben sich gerade alle wegbewegt. Durchaus schade. So, da hinten haben wir noch einen MG, was wir über kurz oder lang wahrscheinlich auch nochmal wegschießen. Die mit ihrem Scheiß. Mit ihrem Scheiß Granaten immer. Ich meine, klar, wie du mir so ich die falsche Leiter nähten. Scheiße. Nee, nicht jetzt. Scheiße, was jetzt? Okay, die... Mist! Okay, der ist tot. Der hat sowieso schon nicht mehr viel gehabt, das ist gut. So, da links ist noch einer. Wenn man mal einen Headshot braucht, dann kriegt man keinen. Da schließt man nur in die Halsschlagader. Wie ätzend ist denn das? Ich brauche mal eine neue Waffe. Oder mehr Munition. Oder beides. Das ist doch dämlich jetzt. Ja, das war ultra dämlich, CJ. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Da einfach mal stupide ins Feuer zu laufen. Meine Fresse. Denk doch mal nach, du Affe. Bum, jing. Stupide ins Feuer laufen. Alter, echt, ey. Okay. Sturmlauf auf die Bastille wird jetzt angesagt. Alter, echt jetzt? Der hat mich dahinter. Alter, das war. Wozu heißt denn das Deckung? Oh nein! Ja, aber ich habe euch ja ein episches Battle angekündigt. Ich würde nicht sagen, dass ich zu wenig versprochen habe. So, weg. Bum-Jing. Weg. So, dich erledige ich dahinter erstmal mit einer Granada. Und dich übrigens auch, wollte ich nur mal so ankündigen. Okay, geht alles daneben. Es geht alles den Bach runter. Nochmal die M4 kurz. So, wer schießt denn noch? Ein Snacker wäre mal geil, oder? Aber ich glaube, da werde ich vergeblich drauf warten. So, da links ist wieder einer. Na, komm mal raus. Komm mal raus. So. Jetzt die AK aufnehmen. Hanf. Ja. Genau. Das wollte ich so machen. Habe ich ihn getroffen? Ja. Wenn es nicht so, dass er stirbt, jetzt ist er tot. Ja, man kann ja sagen, was er will, es sind 5 weniger. Was haben wir denn hier liegen? Oh ja, die West, die ist gut, ja. Also die ist zwar gut, aber ich fürchte, ich bin zu schlecht dafür. So, kann ich das jetzt? Oh Gott. Jawoll! Habt ihr gesehen? Gerade noch getroffen. Alter, da fällt mir gerade ein kleiner, großer, riesiger Stein von Herzen. Dass das geklappt hat. Granate? Nein, nee, 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 die West wieder. Ja, nur treffen müsste man noch, ne?
Ich bin zu doof, um auf den Busch zu winken. Jetzt kommen sie auch schon wieder von hinten. Na toll. Ich weiß zwar, dass sie... Yeah. Genau, mach keine Gefangenen. Das kriegen wir hin. So. Da ist einer. Komm, zwei Schläge haben wir noch. Auch echt jetzt. Kannst mich mal. Hier ist also das Präzisionsgewehr. Das hätte ich mal wissen sollen. Dann nehme ich es halt jetzt. Okay, jetzt ist die Musik aus. Toll. So eine Scheiße. Ja, AK. Ich gebe auch meine Standardwaffen zurück. Ist wohl besser. Damit hätte ich es doch alles ein bisschen leichter gehabt. Aber nein. Ulje Gaming muss wieder so scheiße spielen, dass das wieder alles schwer wird. Moss will ich nicht. Sonst haben wir hier gerade nichts rumliegen. Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Moment. Gucken wir mal hier hinten. Könnte noch ein Schatz liegen. Tut's aber nicht. Vogelgezwitscher. Hä? Seht ihr das hier hinten auch? Da und da? Was ist das? Achso, wahrscheinlich irgendwelche Waffen. Ja, okay. Weiter. Komm, Nathan, spring dich mal ein bisschen an hier. Bist du nicht in deiner Freizeit? Sehr gut. Achso, jetzt kann ich wieder nicht nirgends anders hin als da. Na, na, dann. Natürlich, und wieder eingeschlossen. Da ist das Boot, da ist das Boot. Katzen. Schaff das alles an Bord. Hey. Los, mach schon, mach schon. Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kandan doch nicht. Achtung, Achtung. Und... jetzt. Er lebt. Sully? Echt jetzt? Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Okay, das ist jetzt eine... Oh nein. Das ist Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze haue ich ihm so oder so. Wie geil. Ja, das war jetzt eine überraschende Wendung des Ganzen. Dass Sully noch lebt und mit denen zusammenarbeitet. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich mit denen zusammenarbeitet. Wo wird denn hier schon wieder geschossen? Leute, ich versuche doch gerade, das alles Revue passieren zu lassen. Hört doch mal auf mich zu schießen. Wie assi ist denn das von euch? Aber ich denke, das werden wir alles noch aufklären. Was es sich genau damit auf sich hat. Ob Sully wirklich ein Verräter ist oder nicht. Ich glaube da nicht dran. Oh, da muss ich aufpassen. Streuung, ne? Die M4 war ja gar nicht schlecht. Da ist der Gegner wenigstens tot, bevor die Streuung eintritt. Aber dieser AK. Ach, echt. Ja, ja. Ihr mich. Wow! Könnt ihr noch was anderes sagen? Ihr seid einfach zu dämlich. Wow, Bumding. Genau, das sage ich auch immer. So, wo sind wir denn hier? Elena, geht's dir gut? Sieht so aus. Sie rennt hier immer noch fröhlich lang. Oh, ein Schatz. Eine spanische Goldmünze. Die haben wir aber auch schon vorher entdeckt. Das ist eigentlich gar kein wirklicher Schatz.
Beschiss! Wird man hier mit minderwertigen Schätzen abgespeist? Wo geht's lang? Hm, hier rüber. Vielleicht. Hier rüber. Da nicht. Mir sparen schon wieder ganz Übles. Nachladen. Nee, andere Waffe. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Ah! Sagte er und sie stürzte ab. Elena, das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Wenigstens ist der Selbsterhaltungstrieb bei ihr noch größer als der scheiß Tatendrang, um die News zu veröffentlichen. Sehr sympathisch, die Frau. Mittlerweile. Und einen geilen Arsch hat sie. Okay. Oh Mist. Schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Ich darf das sagen. Ich habe sowieso keine Frau, die mir den Arsch dafür versohlen könnte. Also darf ich sowas ruhig sagen. Auch beim Let's Play. Vollkommen egal. So, wo geht's lang? Immer der Nase nach. Es stinkt gerade von links, genau. Deswegen gehen wir hier lang. So, wo geht's hier lang? Im Zweifel, wenn wir beschossen werden, sind wir richtig. Okay, da könnten wir auch richtig sein, ohne beschossen zu werden. Dann möchte ich aber vorher nochmal kurz hier runter. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas verpasst. Ein Schatz oder sowas. Hier blinkt was. Ein Schatz. Ein spanischer Silberkelch. Den hatten wir noch nicht. Das ist dann auch wieder ein richtiger Schatz. Haben wir vielleicht noch einen zweiten Schatz? Nee, schade. Gut. Dann weiter. Hallo, Elena. Wir hatten ja gerade wieder ein bisschen Zeit. Wie sieht's aus? Nee, gerade nicht. Schade. Ja, Drake muss natürlich hier übertreiben. Alter Angeber. Geht's hier irgendwie lang? Das sieht tödlich aus. Deswegen probiere ich es gar nicht erst. Ich könnte mir schon vorstellen, wie es endet. Dann einfach hier lang. Hier ist auch sowieso ein Gang. Waffe in die Hand. Nachladen. Hallo. Du hast eine Kugel im Kopf. Warum hast du eine Kugel im Kopf? Warum versteckst du dich da oben? Ich räucher dich mal aus, ja? Ist okay? Bum, jing. Ne? Sag ich mal so. Oh, ein Schatz. Ein goldener Kuatimundi. Ja, natürlich. Natürlich. Das, was auch sonst. Das wird nach der Folge gleich wieder so ein, ich google das bei Wikipedia Objekt, damit ich weiß, was das überhaupt ist. Das sah aber aus wie eine Echse. Der goldene noch dazu. Bum, jing. Du lebst ja noch. Warum lebst du noch? Ich meine, ich habe zwar beim ersten Schuss nicht die Halsschlagader getroffen, müsste aber trotzdem reichen. So. Weiter geht's. Ich habe überhaupt keine Peilung mehr, wo wir hier sind und wo wir rein müssen. Oh. So, der ist weg. Onjing. Du bist schon tot, Onjing. Scheiße. Vorsicht. Du bist echt dämlich, habe ich ja schon mal gesagt. Ich fass selber in der Luft. Feuer. Jetzt komm raus. So, Kopfschuss. Okay. So, jetzt machen wir einen auf Special Forces. Bam, 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 bam. Yeah, bam, bam, bam. Tot. Der Fluss müsste direkt Kapitel zum Kloster 12. Führen. Fluss aufwärts. Warum ich gerade dieses komische Geräusch gemacht habe.
Ihr werdet genau jetzt feststellen. Plus aufwärts. Ich würde gerne plus abwärts. Deswegen fahre ich da jetzt erstmal hin. Ich fürchte, das Spiel lässt mich nicht. Und dann plus aufwärts. So, und ich kann euch sagen, jetzt wird es mal richtig kompliziert. Die ersten beiden Passagen mit dem Jetski waren noch relativ einfach, aber jetzt geht's rum. Ja, ja, ja. Da darf man nicht, kommen jetzt nicht nämlich entgegen die Fässer und da darf man nicht gegenfahren. Ansonsten macht's Boom Jing. Und dann ist nämlich Boom Jing mal ganz schnell zu Ende. Das heißt, es ist mal so eine richtig. Und jetzt haben wir auch nicht mehr die geile Waffe. Jetzt haben wir nämlich nur noch diese andere Kanone. Das heißt, unlustig für mich. Und die gibt es hier auch wieder relativ wenige Speicherpunkte. Und das Herz rutscht dann auch gerne mal irgendwo in die Hose oder noch weiter nach unten. So wie jetzt eben gerade. Jetzt sind ganz knapp dem Fass entkommen bin. So, boom, ding. Und die Fässer kommen hier einfach. So, da muss man auch manchmal einfach hoffen, dass sie nicht explodieren. Das können wir wieder zerschießen. Und das sollten wir noch zerschießen, bevor es näher kommt. So. Puh. Ich glaube irgendwann. Oh, da war ein Fass. Das war Glück. Ich glaube irgendwann hier kommt jetzt Speicherpunkt. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Affen nicht so sehr auf die... Die Fässer muss ich gerade selbst erschießen. Meine Güte, Elena, auf das Pfad! Ja, ja, Mensch! Nelson ist ja gut. So, schwierige Stelle. Auf die Fässer und jetzt auf die Leute. Auf die Leute. Gut, dass es hier am Dauerfeuer geht. Ja, ich glaube, die Stelle hätten wir. Was bei den neueren Spielen natürlich mal geil ist, man sieht ja, wenn er kurz zwischenspeichert, sagt ja auch vorher mal das Spiel so, an diesen Stellen wird zwischengespeichert, bitte nicht ausschalten. Ist hier glaube ich nicht so, habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass das so wäre. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier wieder anfangen könnte. Das war ich noch zu wissen. So, die Fässer kommen links runter, ich fahre rechts hoch. So, hier geht es leider nur einen Weg. Links lang. Aber hier muss man aufpassen, wir stehen hier jetzt auch gleich schon drum rum. Also nicht die Fässer, sondern die Gegner, die mich hier irgendwie erschießen. Ja, genau, da und ich weiß jetzt gerade nicht wo. Ich habe es nur gemerkt, ich weiß nicht wo. Pass. Alter Schwede. So, wieder ganz knapp nur entkommen vom Fass. Also glücklich, dass ich noch nirgends da ist er. Den. Da lassen wir auch gern zurücktreiben. Glück gehabt, wieder mal. So, der ist weg. Jetzt muss ich doch fest auf die Fässer aufpassen. Da kommt ein Fass. Und hier bringt die Fässer gerne mal sehr schnell zum... Ja, hier kommt man auch so. Das habe ich zum Glück getroffen. Hier ist der Rückstrom doch sehr hart. Ja, und die treffen leider auch sehr gut. Das heißt, eigentlich ist das eine vollkommen dumme Idee, was ich hier gerade mache. Aber ich muss es versuchen. Ja, vielleicht. Hinten ist jetzt gerade so. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht schaffe ich es, mich zu regenerieren. Komm, Nathan. Hier geht es doch bestimmt wieder gut. Ja, sehr geil. Hat nochmal geschafft. Auch mit mehr Glück als Verstand, muss man auch mal so sagen. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, dass man das so macht. Jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Wo bin ich denn hier? Theoretisch sieht das ganz gut aus. Kann ich hier irgendwo hoch? Ja, ich glaube, hier kann ich rüber.
Ja, sehr geil. Ich hab's geschafft, ohne zu sterben. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Kapitel 13. Zuflucht. Zuflucht? Wirklich? Man weiß es nicht. Schauen wir uns das mal an, ob es wirklich eine Zuflucht ist. Natürlich immer Safety First, immer zwei Kondome, immer eine Waffe voraus. Man weiß ja nie, was hier kommt. Bum Ding. Hier kommt gerade noch gar nichts. Kick it, Baby. Ja, geil, ne? Nachladen. Komm her. So, tot. T-O-M. Oh ja. Oh. Echt jetzt, Elena? Oh. Meine Güte. So, hier in der Ecke ist bestimmt wieder ein Schatz. Ich hab doch hier gerade was blinken sehen. Schade. Kein Schatz. Hier vielleicht, da vielleicht, nein. Okay. Dann weiter. Das ist wieder so ein weites Areal, da gibt's doch bestimmt wieder gleich eine Massenballerei. Hollywood-like. Kick it! Immer so laut, dass die uns auch wirklich alle hören müssen. Man kann sich auch überhaupt nicht anschleichen. Die müssen uns einfach hören und das geht gar nicht. So. Das musste mal gesagt werden. Gut, wo geht es denn lang? Ja, nicht gut, er Kennen geht Sie nur nicht noch. So. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Ist das so? Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt, glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Schön ist er nicht. Gut, dann mal. Ach Scheiße, wo hast du mich denn hier gesehen? Ist doch alles neblig. Mann, stirb doch endlich, du Drecksack. Oh, Laserzielerfassung. Ja, ich merke das. Dass die Laservisiere. Hätte auch gerne eins. Krieg ich auch eins? Ah, besser. Kurz regenerieren. Ich hoffe, die haben. Die können sogar treffen. Das ist jetzt uncool. Ich kann das anscheinend auch. Komm her. Na los. Geht doch. Geht doch. Oh, M4 und irgendwas mit Laser, wie wäre. Was schießt denn da? Was? Wovon redest du? Ich hab dich gerade nicht gehört. Erzähl nochmal bitte. Komisch. Will nicht. Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind.
Desert ist natürlich auch ein geiles Geschütz, aber ich bleib erstmal bei der neuen. Das ist 2F irgendwas. Keine Ahnung, wird gerade nicht angezeigt. So, haben wir hier noch irgendwas? Vielleicht ein Schatz oder so? Nee. Also Respekt an alle die, die es geschafft haben, hier 60 Schätze und den Raren noch zu finden. Das ist nicht schlecht. Bin froh, wenn ich ein Drittel schicke. Oh. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Ich auch nicht. Das war mal wieder dämlich. Ulje Gaming at its best. Da ist er. Nicht entkommen. Scheiße. Da wollte ich doch wegrollen. Das hat er nicht gemacht. Soviel zum Thema Ulje Gaming at its best, ne? Was haben wir? Da sind sie doch. Da sind sie doch. Halt aufs Maul, Dämmler. Alter, überall. Okay, das geht doch gleich wieder schief. So können wir das nicht machen. Merke, so nicht. Also, warten. Was denn? Erstmal kurz regenerieren. Ja, nee, mach hin. Und da wirst du nicht schießen können. So, Headshot. Einer weniger. Für die Galerie natürlich. In Ordnung. In Ordnung. Laserzielvisiere. Einfach ausweichen. Das Problem ist, sie dürfen einfach nicht schießen. Nein. Brachial-Kombo. Bam. Onside-Kick. Habe ich jetzt auch so ein Ding? Nein, schade. Aber wenigstens sind sie jetzt mal alle tot. So. Da blinkt was. 92 F. 92 FS. Nein, die möchte ich nicht. Behalte die Desert. Die Desert. Und hier scheint auch momentan nichts rumzuliegen. Das heißt, wir gehen mal durch dieses Nadelöhr. Nate, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ich auch. So, den letzten Schluck Zielwasser getrunken. Ich kann euch sagen, lustig wird's nicht. Aber Ulja Gaming muss ja auch ab und zu mal beweisen, dass wir ja auch was können. Ei, 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 ei. Aber auch nur ab und zu, bitte. Andere Seite. So, der ist weg. Da sehe ich noch. Alter. Ihr spinnt doch alle. Laden wir nach, solange wir regenerieren. Der trifft auch noch. Echt jetzt? Wisst ihr, da rühme ich mich immer mit meinen ganzen Headshots. Und wenn es drauf ankommt, dann treffe ich nicht eine Konservendose. Oh, hallo. Na, wenigstens ist die Desert durchschlagskräftig. Der ist ja schon ziemlich nah, ne? So, hier mal rechts lang schleichen und weghauen. Einmal nachladen können wir noch mit der Desert. Das ist ganz cool. Wo haben wir denn noch wen? Links sehe ich gerade nicht so viele. Dann kümmern wir uns um rechts. Ja, dann muss. So, wieder einer weniger. Aber zwei Schüsse für einen ist immer noch zu viel. Nachladen geht nicht mehr. Wir haben aber noch genug für den nächsten Run. So, den da oben würde ich
Den hat Elena gerade geplättet. Ja, geile Sau. Geile Sau. Oh. Hallo. Schulterwechsel. Ich würde... Schulterwechsel! Bam. Richtig gut. Und nochmal. So langsam kommt ihr doch wieder. Ulje Gaming at its best. Ja, Alter, das ist schon wieder so eine Schleimspur unter mir. Lass sie nicht durch. Einer. Zwei. Gut, zwei weniger. Das nehme ich. War das gerade der Satzschuss? Ja, nochmal zwei mehr. Cool. Keine Gefangenen. Bumjing. Was? Ich hab nicht gehört, was er gesagt hat. Ich habe ihn nämlich erschossen, anstatt Gefangene zu machen. Affe. Ein Tipp. Toller Tipp. Er zeigt ins Nichts. Dieser Tipp. Oh. Ich, Alter, Elena, ich wollte dich gerade erschießen. Wäre bestimmt nicht so toll gekommen, aber hör auf, einfach mal hier lang zu laufen. Ach, hier geht's noch hoch. Und runter. Geht's da auch? Das kann man nicht anders sagen. So, ich will die andere Waffe in der Hand haben. Ja, ich hab's doch verstanden. Nathan, mach mal was. Drake. Kommen wir hier weiter? Dann kommen wir noch hier weiter. Einmal rückwärts, bitte. Jawohl, ja. Und nochmal rückwärts, bitte. Hoch. Kommen wir hier nochmal rückwärts? Nee, kommen wir erstmal hoch, oder? Ich jetzt? Na gut. Geiler Scheiß. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Kick it like Beckham. Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich mich hier so verfranst habe beim ersten Mal, dass ich immer wieder falsch gegangen bin. Was haben wir denn? Ja, wir haben nur noch einen Desert. Das heißt, ich nehme mal hier wieder die andere. Oh. Ja, genau. Jetzt ist hier nämlich unschön. Unschön Jump and Run. Ich glaube, ich muss erstmal runter. Dann gehen wir erstmal runter. Haben wir hier noch was? Zumindest keine Gegner. Das ist schon mal gut. Aber, nee, ich wollte gerade sagen, ein Schatz, aber. Okay. Hier können wir irgendwas. Drehen, das machen wir auch mal. Wir drehen nochmal. Okay, geht nicht. Dumm. Dann können wir vielleicht irgendwas da oben zerschießen. Nein, aber hier sieht es aus wie eine Kletterpartie und wie eine Liane. Gut, dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir da wieder hochkommen. Und bitte nicht erst auf der anderen Seite. Echt jetzt? Dann kommen wir hier vielleicht noch hoch? Auch nicht. Das ist durchaus schade. Moment, hier gibt es gar keinen Ausgang. Das heißt, wir müssen hier irgendwie hoch. Das war eine positive Nachricht. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wo. Aber das wird mir gleich schon noch einfallen. Ja, dran drehen können wir hier nicht. Hochspringen können wir hier auch nicht. Dann muss das irgendwo doch mal hier gehen. Hier vielleicht? Auch nicht. Ich bin auch der Meinung, es ging irgendwo hier. Aber ich sehe hier halt noch. Juwelenbesetztes Silberkreuz. Für den kompetenten Schatzsucher, ne? Vielleicht komme ich hier hoch. Kamehameha!
Ja, ist gut. Nicht schlecht. Der Einfachste hat wieder nicht geklappt. So, Elena, helf mir mal. Warum ich sie ja nicht immer Elena nenne? Es ist so typisch deutsch, ne? So die Betonung ist so typisch deutsch. Und wenn sie Elena heißt, hier, wie sie ja... Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Ist okay. Dann los. So, los, durch hier. Bereit? Okay, lass jetzt los. Langsam! Ich sagte langsam! Weil bei uns liegt die Betonung ja immer auf der zweiten oder dritten Silbe und nicht auf der ersten, so wie Elena, ne? Oh, echt jetzt? Da liegen schon wieder so viele Waffen rum. Ich hab schon wieder keinen Bock. Zielsucher! Dragunov! Achso, nee, war kein Dragunov, aber ist trotzdem präzisionsgemäß. Da sind sie doch! Einer weniger. Wo kommt das her? Da oben. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Den auch nicht. Oh Mann. Den aber. Okay, das war dumm. Die kann ja einfach weggesprengt werden. Also nochmal. Weil es so schön war. Da ist er. So. Den erstmal weg. Das ist schon mal gut. Den auch weg. Das ist auch erstmal gut. Ich weg. Das ist auch bestimmt gut. Gut, die Deckung hat es nicht weggefetzt. Wieso passiert dann sowas eigentlich immer mir? Kann ich in der Deckung noch mal verweilen? Da hinten ist er. Der möchte getötet werden. Das kann ich ihm besorgen. Ich könnte ihm auch was anderes besorgen, aber das möchte er bestimmt nicht. Du bist. Was? Schon wieder nicht gehört, was er gesagt hat, er gestorben ist. Oh, hallo. Komm mal her. Naja, ich bin ja schon weg. Diesmal ist meine Deckung zersprengt. Oh, neues Spielzeug. Ja, neues Spielzeug, genau, die M4. Ich würde gerne hier irgendwo eine Deckung haben. Warum ist denn hier keine Deckung? Oh, au. Au. Wo seid denn ihr alle? Hör auf, Elena zu killen. Das ist aber eine richtige Betonung. Kostet mich auch sehr viel Überwindung. Echt jetzt? Oh, du musst das zielen, du Arsch. Reicht das? Nee. Nachladen. Komm her! Alter, wer hat denn da auf mich geschossen? Echt jetzt? Okay, das echt jetzt würde echt jetzt zu... Puh! Ich fühle mich gerade wie ein Brathühnchen. So auf dem Präsentierteller hier. Da kommen gerade noch ein paar mehr, ne? Da ist gerade eine Liane vor, das ist auch scheiße. Nachladen. Boah, Alter, die immer mit ihrem scheiß Raketenwerfern. Hat man überhaupt keine Chance gegen. Nachladen. Du bist tot. Bin ich nicht. Du lügst. So. Position. Das ist scheiße. Wenn der mich jetzt... Oh, weg, 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 weg. Ui. Komm her. Bombing. Tot. Die Gefahr ist noch nicht annähernd gebannt, das wollte ich gerade sagen. Sein. Dort drüben. Ja, wir können aber nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Sobald mich auch nur eine Rakete trifft, bin ich ja tot. Das ist ja genau das Problem. So, diesmal nehme ich aber die
Ich habe nur noch einen Schuss drin. Warum? Dann nehmen wir das SRS mal. Ist auch soweit okay. Dann gehen wir mal rein in die Bibliothek. Okay, M4. Das nehme ich doch auch sehr gerne. Hier scheint es nicht reinzugehen. Und dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Können wir machen, ne? Was meint ihr? Treppe ist einfacher. Boom, Jing. Naja, so als Eingang würde ich das auch nicht bezeichnen, aber ich gehe mal rein. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ihr recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Vorsicht! Hier drüben! Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind entdeckt worden. Meine Güte. Also mein Plan bis... Alter, echt? Mein Plan bis eben war genau hier einen Cut zu machen. Erledigt klappt nicht. So im Nachhinein? Klappt nicht. Die mit ihrem Scheiß... Toll. Och! Wenigstens kann man hier schnell schießen. Das ist schon mal gut. Nachladen. So, ich schlag mich erstmal oben lang. Okay, du musst erstmal weg, denn du hast wieder so eine verdammte Wumme, die mich mit einem Schuss töten kann. Da kann ich nämlich drauf. Oh, hier, jetzt haben wir noch mehrere so eine Wumme. Scheiße! Vorsicht! Na gut, Leute. Ich würde sagen, trotzdem mal ein Cut an dieser Stelle. Denn, ja, die Folge ist freitags lang, sag ich mal. Und ich brauche erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, und ihr wisst ja schon, was uns erwartet. Ich hoffe, wir schaffen es in der nächsten Folge, relativ schnell hier durchzukommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall sehr. Sonst hätten wir auch nicht so lange gespielt, ne? Wisst ihr ja von mir. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted Drake's Fortune. Macht's gut. Ciao.